Schulen sollten Orte der freien Meinungsäußerung und offenen Diskussionskultur sein. Eigentlich. Man hat Angst, etwas zu sagen. So mit Bauchschmerzen geht man in die Schule. Dieser Abiturient, der nicht erkannt werden will, sagt, er erlebt das Gegenteil, wenn es im Unterricht um den Krieg in Gaza geht. Kritik am Staat Israel wird ganz schnell mit Antisemitismus gleichgesetzt. Das ist so, das ist so, das ist so, akzeptiert das. Und eine Gegenmeinung, eine andere Sichtweise ist nicht möglich. Sein Gymnasium gehört zu den Schulen, die unter anderem palästinensische Symbole verbieten, wie die Kufia, das Palästinensertuch. Möglich gemacht hat das ein Schreiben der Bildungssenatorin. Darin wird den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, Symbole, Gesten und auch Meinungsäußerungen zu verbieten, die nicht strafbar sind. Ziel des Schreibens, den Schulfrieden zu bewahren. Für den Abiturienten entsteht hingegen ein Klima der Angst und Unterdrückung. Norman Heise ist Berlins Landeselternsprecher. Wir nehmen wahr, dass die Schulen das Schreiben tatsächlich missverstanden haben, dass hier Verbote ausgesprochen werden, obwohl es keine Anlässe dazu gibt. Wir nehmen wahr, tatsächlich auch wiedergespiegelt durch die Schülerinnen und Schüler, dass viele Lehrkräfte sich scheuen, in diesen Konflikt einzutauchen. Wie viele Schulen in Berlin Verbote ausgesprochen haben, ist nicht klar. Wir fragen bei mehreren Schulen nach. Bis Redaktionsschluss spricht nur ein Lehrer mit uns. An seiner Schule gibt es keine Verbote. Vor die Kamera will er aber auf keinen Fall, auch die Schulleitung nicht. Man bleibt lieber unter dem Radar, das Thema zu heikel. Auch der Schüler hat Angst vor weiteren Konsequenzen. Obwohl ich immer konstant mitarbeite und mich immer vorbereitet habe, sind meine Noten schlechter als zum Beispiel von Schülern, die sich dazu nicht geäußert haben. Tatsächlich hören wir sowas vereinzelt auch. Wir können da jetzt auch nicht wirklich eine klare Empfehlung abgeben. Als Eltern würde ich sagen, ich würde bei der Schulleitung nachfragen, wenn die Schulleitung nicht reagiert, bei der Schulaufsicht. Oder bei der Senatsverwaltung. Der Abiturient mit muslimischen Wurzeln sucht bei einer Antidiskriminierungsstelle Hilfe. Bei Reach Out gab es bisher 10 ähnliche Fälle. Was macht das mit den Schülern? Da ist viel Frustration, viel Resignation und dann aber auch Aggression. Alle die Emotionen kommen, ne? Und alle die Emotionen spielen in der Schule dann eine Rolle. Für Beraterin Sanchita Basu steht fest, mit Verboten ist niemandem geholfen. Und nicht in Dialog geht und über das Thema spricht. Wenn ich was verbiete, heißt es nicht, dass das Thema in der Welt nicht mehr gibt. Ich habe das Thema abgeschafft. So ist es nicht. Das Thema ist überall da. Aber überfordert wohl auch Lehrer. Reach Out bietet dazu Fortbildung an und sucht das Gespräch. Auch die Lehrer des Abiturienten wird die Beraterin nun ansprechen.